ganz schön wehmütiger Augenblick am Ende der letzten Folge, diesen Späher hier eventuell in den sicheren Tod zu haben. Diese Erkenntnis, die mich beschlichen hat, hier umzingelt von Barbaren, ganz im äußersten Nordosten der uns bekannten Welt. Umzingelt von Speerträgern, Schwertkämpfern, Ambroschützen und jede Menge anderer Barbaren. Aber vielleicht gibt es ja doch eine Hoffnung für ihn, denn das hier, leider bei Civ 6 nicht so gut zu erkennen, wie ich gehofft hatte, das ist ein Hügel. Und dieser Schwertkämpfer kann dann vielleicht doch nicht hier hinziehen. Und wenn ich mit dem Späher hier hinziehe und ein bisschen Glück habe und er vielleicht den Beschuss durch den Schleuderschützen hier überlebt in der nächsten Runde. Oder, falls der Schleuderschütze auf irgendjemand anders schießt, der hier hinten gerade vorbeikommt, den wir noch nicht sehen können. Dann könnte dieser Späher möglicherweise vielleicht überleben. Und wir tricksen hier diesen Siedler hier aus. Hier wird er wahrscheinlich gerne eine Stadt gründen. Wir blockieren das hier mal ein bisschen. Einer unserer Handwerker hier angekommen. Das riecht doch geradezu nach einem Sägewerk. Und weitere Angriffe hier. Keine Barbaren, bitteschön, am Rande unseres Territoriums. Das passt mir nicht. 35 Gold. Da hätte ich früher Freudentänze drüber gehalten. Mittlerweile entlockt mir das nur ein müdes Lächeln. Wir sind ja mittlerweile so reich, so wohlhabend. Ich glaube, alles hat angefangen mit dem Bau dieses Kolosses. Ich glaube, der hat uns einfach Schwein gebracht. Unser einziges Weltwunder, das wir bislang gebaut haben, ich glaube, das hat uns Glück gebracht. Wir bauen ja weitere Bauernhöfe, um den Wohnwert zu steigen, den Wohnraum zu steigen. Hier in Maikop hat aber noch nicht ganz gereicht. Und jetzt würde ich gerne Folgendes machen. Ich würde gerne die Mobilisierung hier schneller bekommen. Und dafür würde ich gerne für, um diese Ausrichtung zu bekommen, den Heurika-Effekt, die Inspiration dafür erhalten, sprich drei Chor zu besitzen. Und darum kümmern wir uns jetzt auch. Wir haben ja mittlerweile Frieden mit den Amerikanern. Wir haben in ihrer Hauptstadt Boston gelassen, haben jetzt all diese Städte hier befriedet. Widerstand ist dort weg, Baltimore und Cincinnati. Deshalb haben wir jetzt auch 236 Forschungspunkte die Runde. Verflixt viel. Piero Parker ist, vielleicht habt ihr es in der letzten Folge gesehen, in Runde 167. Hat gerade mal 144,8 Forschungspunkte. Autsch. Aber er hat halt mehr Technologien zusammengetragen. Holen wir nun langsam auf. Warum ich jetzt aber hier bin, ich möchte das ein oder andere Chor zusammenlegen. Da legt man ja bekanntlich eine bessere und eine schlechtere Einheit zusammen. Oh, die kann ich mittlerweile auch befördern. Dann ist das eine Dreier. Und das hier ist eine Vierer, die kann nicht befördert werden. Das ist nur eine Zweier. Dann nehme ich hier die. Kann auch nicht befördert werden, ne? Nein. Nehme ich hier die und klicke auf Chor bilden und schließe die mit dieser hier zusammen. Und jetzt haben wir ein starkes Chor. 45 Nahkampfstärke, was nicht etwa ein Drittel besser ist als ein Reiter mit 35, sondern bei der Kampfberechnung dieser Kampfwerte ist das deutlich mehr. Das wächst nicht linear an, diese Formel, die ausrechnet, welche Siegwahrscheinlichkeit hat, sondern die funktioniert irgendwie anders und sehr kompliziert, aber ich habe mir das so sagen lassen. Und alle Boni, alle Beförderungen, die sind übernommen worden von der stärkeren Einheit. Deshalb sollte man eine schwächere und eine stärkere zusammennehmen. Das war jetzt unser erstes Chor. Mal gucken, was wir hier noch haben. Das hier ist eine Stufe 3 Einheit. Das hier ist auch eine Stufe 3. Das hier ist eine Stufe 3. Die werden irgendwie verschenkt, wenn man da ein Chor bilden würde von zwei Dreiern. Wie sieht das denn hier am Rand aus? Hier haben wir eine Stufe 2. Und hier eine Stufe 3. Das lohnt sich auch schon eher. Und darüber einmal Stufe 3. Dann nehme ich mir die und klicke auf Chor bilden und schließe mit der da zusammen. Jetzt haben wir das zweite Chor. Jetzt fehlt noch ein Chor für den Heurika-Effekt. Für den Inspirationseffekt. Schauen wir mal hier ganz im Osten. Hier sind auch so viele Reiter, die hier auch stehen, weil hier die Inder uns potenziell mit denen hier Ärger haben könnten. Stufe 4 sogar. Autsch. Das hier ist Stufe 4. Dann sind die stark befördert. Stufe 3. Soll ich einen Vierer und Dreier zusammenschließen? Ich weiß nicht so richtig. Was ist denn das hier für einer? Stufe 3. Ist nicht irgendwo ein Zweier? Da ist ein Zweier. Dann schicke ich den mal rüber.
zum Vierer. Der kommt hier hin. Dann nehmen wir den Zweier hier. Und dem geht's hier hin. Richtig gute, schnelle Straßen mal mittlerweile. Wir sind ja in der Moderne angekommen. Mit dem Kollegen bilden wir jetzt das Korps. Da ist sie, die Inspiration. Mobilisierung in 3 Runden. Und das ist deshalb so wichtig, weil wir dann über die Massenmedien und die Ideologie hinkommen zu einer der 3 fortschrittlichsten Regierungen, die es im Spiel gibt. Totalitarismus, Klassenkampf oder Wahlrecht. Sind die Technologien oder die Ausrichtung und die Regierungsform meistens Demokratiefaschismus oder Kommunismus. Und da kann man sehr, sehr viele Politikkarten bei benutzen. Je schneller, je eher wir da sind, umso besser. Und es gibt sogar noch, wenn wir so eine fortschrittliche Regierung haben, sogar noch einen Boost auf Computertechnologie. Die brauchen wir auch, um den Weltraumsieg zu haben. Da braucht man eine Regierung mit 8 Politikplätzen. So, und mit dem Handwerker hier könnten wir ihn nach Westen schicken, um zu reparieren. Und das könnte auch tatsächlich klug sein. Wollen wir hier mal einen Blick drauf werfen? Hier gibt es nicht mehr viel zu modernisieren. No, Sir. New York dagegen. Jede Menge. Schon eher, ne? In der Tat. Wohnraum bei 6. Wohnraum bei 9. Ist noch ein Handwerker unterwegs. Dann nehmen wir den und rennen hier rüber. Mit dem bleiben wir auf der anderen Seite. Die Sumerer doch noch angreifen. Man weiß ja nie. Dann soll die erstmal durch unseren Fluss hier gebremst werden. Mit dem betreiben wir hier fröhliches Reparieren. Nur noch eine Reparaturmöglichkeit. Einer unserer Scouts. Ja, und um hier durchzukommen. So sieht das aus. Leider kann ich nicht weiter rauszoomen. Ich würde es gern machen. Hier sehen wir den ganzen Westen dieses Kontinentes. Das meiste haben wir erforscht. Komisch, dass die Sumerer hier nicht weiter expandiert haben. Riesige Ländereien, wo kein Schwein ist. Könnten wir versuchen, hier noch ein bisschen auszukundschaften, aber da kommen wir gar nicht hin. Ich ziehe mal hier hin, dann haben wir noch einen kleinen Blick auf Nantes. Und mit dem Rambok, also wenn wir Ärger bekommen mit den Sumerern, dann geht es ja potenziell gegen Washington. Deshalb ziehe ich damit mal nach Baltimore. Nach Baltimore? Was ist denn jetzt los? Warum soll denn das der beste, schnellste Weg nach Baltimore sein? Kommt man denn hier nicht durch? Wahrscheinlich ist hier irgendwas versperrt. Trotzdem, das sehe ich nicht ein. Rambok, eine Runde aussetzen. Ah, wir kommen hier nicht mehr raus. Wir sind hier eingesperrt. Das ist ja bitter. Ja, das ist der kürzeste Weg. Anders geht's nicht. Die geben uns natürlich ja keine offenen Grenzen, die Amerikaner. Das ist alles, was übrig geblieben ist von der Weltmacht USA. Heftig. Eine Runde weiter, gerne.
Es ist die Weltmacht der Sküten. Die drei husten sich gegenseitig die Farmen. Einen Wohnraum wieder dazu bekommen. Kinshasa, was macht der Bautrupp dort? Da sollten wir, glaube ich, hier Modernisierung durchführen. Das hier schreit doch geradezu nach einem Sägewerk, beispielsweise, oder nach einer Mine, hier unten. Drei Stück haben wir noch. Gehen wir erstmal hier hin. Ein Bauernhof dort, bitte. Und hier bei Cincinnati, da wird repariert. Als nächstes rennen wir mit dem Kollegen wohin? Da wird dann hier repariert. Jetzt aber wirklich eine Runde weiter. Endlich mal Frieden. Ganz, ganz ungewohntes Gefühl für mich. Auch wenn es mir nicht glaubt, habe ich eigentlich ganz gerne. Dann können wir uns nämlich hier auf den Spielerfolg beim Wissenschaftssieg konzentrieren. Wir haben mittlerweile so viele Städte, 2 Dutzend etwa. Etwa doppelt so viel wie Pyropark auf jeden Fall. Und ich würde jetzt gerne die Früchte meiner Eroberungsfeldzüge, die würde ich jetzt gerne ernten. Das hatte ich ja befürchtet. Schleuderschütze auf den Scout drauf und ja, da stirbt sogar der Schäferhund. Das ist bitter. Der Tierfreund verdrückt ein Tränchen. Jessic. Ach, wie cool. Das ist der Campus hier. Schon nochmal 245 Forschungspunkte, weil, das ist echt cool, weil das ist dieser super-duper Campus. 8 Wissenschaft. 8 Wissenschaftspunkte. Wow. Wow. Plus 100% Wissenschaft durch Campus Bezirksgebäude. 8 Wissenschaft. 1, 2, 3, 6, 8. Das ist einfach unglaublich viel. Gleiche Bibliothek dahinter. Sieht doch alles echt gut aus. Baltimore, Wassermühle reparieren. Bringt gar nicht so unglaublich viel, oder? Aber wenn die eh nur repariert werden muss, bringt +1 Nahrung und +1 an Produktion hier in der Stadt. Wollten wir hier hin. Mit dem. Gehe ich mal zurück ins Wasser. Setz hier rüber und geh zurück nach Ravenna. Mit dem hier bleiben wir durchaus an Ort und Stelle. Das ist so ein dickes Reiterchor. Den kann unser Reiter nachher noch einholen. Erstmal. Ah, den können wir rüberziehen. Der kann den begleiten. Dann können wir auch hier rein damit. Wohin mit dem Bautrupp? Noch mehr Farmen. 2 Ladungen haben wir noch, um hier für mehr Wohnwert zu sorgen. Oder, das ist doch viel verlockender, hier die Bonusressourcen im Wasser, die Krabben anschließen. Oder rüberrennen nach Ravenna. Der nächste Bürger kommt in 11 Runden. Ja, hier kann man nicht viel machen. Wir können versuchen, dadurch, dass wir hier 2 Farmen bauen, den Wohnraumwert in die Höhe zu treiben.
Denn wir haben hier erstmal nur ein Forschungslabor eingestellt und keinen Wohnbezirk, brauchen also Wohnraum. So könnten wir ein bisschen tricksen. Das mache ich auch. Der hat noch eine Ladung. Kriegen wir mit ein bisschen Glück auch hier den Wohnraum noch hoch durch die Modernisierungen. 1, 2, 3, die bringen jeweils einen halben Wohnwertpunkt. Wenn wir dann noch eine vierte daneben setzen, dann sollte ein Wohnraum, ein voller Wohnraumwert da sein. Der bleibt, wo er ist. Und mit dem blockieren wir tatsächlich dieses hübsche Geländefeld hier. Denn das ist das beste Geländefeld weit und breit, um eine Stadt zu gründen durch diesen indischen Siedler. Und ich würde gerne, dass der frustriert weiterzieht. Rein in die Stadt und rein mit. Ist ja noch irgendwo ein Barbaren? Ich kann keinen entdecken. Weiter reparieren. Hier hin und auch mal ein bisschen Wohnraum zählen. Modernisierung, Plantage ist hier. Die bringt einen halben Wohnraum. Noch eine. 1, 2, Weide, 3, 4, mit dem Bauernhof, 5 mit der Weide hier. Das heißt, die sechste Modernisierung müsste den dritten vollen Wohnraumpunkt bringen. Zwei bringen ja, eine bringt ja jeweils einen halben. Ich setze hier einen Bauernhof hin. Und dann checken wir mal, ob das funktioniert hat. Hat noch nicht funktioniert. Wird er vielleicht auch erst aktualisiert beim Rundenwechsel. Mal schauen. Oh, oh, ein Barbar. Da müssen wir aufpassen. Ja, wohin mit dem Scout? Oh, oh. Da waren tatsächlich Barbaren. Der Handwerker hat nur eine letzte Ladung. Nee, das mache ich nicht. Da warte ich erstmal ab. Den ziehen wir nach New York rein. Das verbessert auch die Verteidigungswerte dort. Ja, und hier können wir gar nicht so viel entdecken, ne? Wir haben ja schon alles aufgedeckt. Wir könnten mal versuchen, ob uns die Franzosen vielleicht offene Grenzen gewähren oder die Deutschen. Dann könnten wir da ein bisschen gucken gehen. $21 für $30. Nee, ein Scout kostet ja keinen Unterhalt. Ich werde ihn da einfach an Ort und Stelle parken. Oder ich klicke auf, kann man automatisch erkunden klicken. Erkundung automatisieren. Mal gucken, was er macht. So, hier mache ich dasselbe. Erkundung automatisieren. Mal schauen, was er unternimmt. Eine Runde weiter, gerne. Sieht irgendein Spektakel mit Religionen. Krieg. Krieg der Religionen gegeneinander. Religiöse Fäden, damit haben wir nichts am Hut bei uns
Im Reich der Skythen, da ist für jede Religion Platz. Missionare, Apostel dürfen alle zu uns hin, dürfen missionieren. Wir konzentrieren uns auf weltliche Dinge. Hoppla. Was ist? Was signalisiert uns das Geräusch? Dass wir schon wieder Produktion wählen können. Als nächstes kommt hier ein Campus hin. Eine Bibliothek. Um Wohnraum kümmern wir uns später. Oder ich halt schon mal Ausschau. Fabriken, klar, auch sehr verlockend. Wohnviertel brauchen wir dringend für die Expansion. Aber wohin? Wir hatten das schon mal geguckt. Hier sind nur so Vierer. Hier sind Fünfer, da würden wir aber Produktion vernichten. Könnten wir aber machen. Da unten ein Fünfer, der ist aber teuer dazu zu kaufen. Da bin ich im Augenblick ein bisschen geizig für. Setzen den einfach hier hin. In 10 Runden. 12 Runden brauchen wir den. Ne? Jetzt ist schon ausgebremst. Machen wir. Ziehen wir das Rundviertel vor. Bibliothek. Obwohl, Bibliothek. 2 Runden. Das geht doch so schnell. Dann 4 Forschungspunkte mehr. Universität bauen wir in Rom. Wohnviertel 7 brauchen wir dringend, ne? Aber wohin? Müssten wir alles dazu kaufen. Das ist reserviert für ein Handelszentrum. Das ist ein guter 835 Gold. Das ist eine Menge Holz. Was ist das nächste Geländefeld, was automatisch dazu kommt, da oben? Das ist auch völlig uninteressant für unsere Zwecke. Ja, das sieht so aus, als müssten wir automatisch, müssten wir doch irgendwas kaufen. Dann kaufen wir das hier. Ich baue erstmal die Universität. Monument reparieren. Und wenn man hier umzingelt. Oh, da kommen wir auch nicht durch. Erkundung automatisieren geht nicht bei Gefahr. Jetzt löst sich der Handwerker auf. Unser Reiter ist frei. Und begibt sich in die Stadt hinein. Wir wollten ein Sägewerk bauen. Danach ziehen wir mit der Einheit hier hin und bauen doch da eine Mine. Hier ist es weiter reparieren. Unsere Formation. Und ja, denke ich, können wir auch an Ort und Stelle bleiben. Oder hier mal eins hochziehen. Ja, da werden wir eventuell beschossen, falls die Sumerer mit uns Krieg anzetteln. Ich blockiere mal das Feld. Nochmal eine Runde weiter. Wir sind in Runde 166. Ich würde gerne noch in die 167er reinkommen, denn das ist genau die Runde, wo Piero Parker war. Bahnhof und 8 von 9. Eine Runde weiter.
Diese Nachrichten, die immer eingeblendet werden, die sind ja, manchmal interessant, meistens nicht. Das war alles früher mal Kongolesenland. Unser Militär ist nun dafür ausgebildet, drei... Wenn Sie sich auf Krieg vorbereiten, sprechen die Herrschenden in aller Ausführlichkeit über den Frieden, bis sie die Mobilisierung abgeschlossen haben. Mit der Mobilisierung können wir jetzt statt Korps sogar Armeen bilden, das heißt statt zwei, drei zusammenschließen. Wir können die übrigens auch komplett bauen, also schon fertig als Korps oder Armee bauen. Es geht aber nur im Lager, in dem Bezirk Lager und dann auch nur, wenn ein bestimmtes Gebäude darauf errichtet worden ist. Aber ich glaube, im Augenblick müssen wir nicht aufs Militär gucken. Das ist definitiv nicht nötig. Das hätte ich gerne natürlich hier. Unterhaltskosten für Einheiten werden um 2 Gold pro Runde unter Einheit reduziert. Verteidigungsbündnisse können wir jetzt schließen und einen Expansionskrieg erklären gegen Mächte, mit denen wir eine gemeinsame Grenze haben. Die alte Politikkarte, die uns 1 Gold pro Einheit pro Runde an Sold wegzog. Also sprich, ach Quatsch, wie kompliziert ausgedrückt. Also wenn wir eine Einheit hatten, die eine Militäreinheit hatten, die Sold kostete, dann kostete das 1 Gold weniger pro Runde. Diesen Zuschuss erhielten wir durch die Politikkarte. Jetzt gibt es davon die Nachfolgerkarte, die alte gibt es nicht mehr. Und das sind aber hier 2 Gold pro Runde unter Einheit. Damit sind alle unsere Reiter und alle unsere Sakenbogenschützen, die 2 Gold pro Runde kosten, gratis ab jetzt. Ist das cool oder ist das cool? Also ich finde, das ist cool. Wir können auch die Nachbarschaftsboni für Industriebezirke, die können wir uns mal schenken und im nächsten noch nochmal Handwerker dazu kaufen. Mache ich aber noch nicht, Lass ich erstmal sein. Mal gucken, was wir stattdessen hier an schönen Dingen machen können. Wir können, weil das bringt, glaube ich, nicht so viel mit den Nachbarschaftsboni für Industriebezirke. Vielleicht können wir was Schickes anderes machen. Mehr Wohnraum in allen Städten mit mindestens 3 Spezialbezirken. Da haben wir sehr, sehr viele mittlerweile. Campusbezirk Nachbarschaftsbonus bringt, hatten wir ausprobiert, diese Nachbarschaftsboni, die bringen nicht so unglaublich viel. Aber plus 2 Wohnraum mit 3 Spezialbezirken, das ist schon cool. Mehr Annehmlichkeiten könnten wir auch machen. Aber ich will, dass die Leute ja... Das alles wächst. Ich mache das hier mal. Das Medina-Viertel. Das packe ich jetzt hier unten rein. Jo. Oder soll ich die Annehmlichkeiten? Ich frage mich bei den Wohnraumkarten, wie ist das denn, wenn man dann später die Karte wieder wegnimmt und die Städte sind zu groß gewachsen? Könnte ich jetzt natürlich mal ausprobieren. Finde ich aber irgendwie komisch. Aber das nimmt mir ein bisschen den Druck mit dem Bau der Wohnviertel. Das mache ich mal. Und mittlerweile haben wir ja sehr viele Bezirke. Anfangs waren wir da furchtbar geizig. Forschungslabor. 35 Runden wird das dauern. Handelszentrum dauert auch entsprechend lange. Händler sollten wir mal dazu kaufen oder bauen irgendwo. Wachstum ist da. Wohnraum ist noch da. Hier können wir Bürger zur Forschung einstellen. Wir brauchen hier auch einen Handwerker vor Ort. Ich sollte mein Gold echt zusammenhalten und demnächst hier nochmal Handwerker kaufen. Aber das lohnt im Augenblick nicht. Will ich nur in Verbindung mit der Karte kaufen. Die Karte, die will ich nur einsetzen, wenn die nicht ewig das Erforschen von Ausrichtungen blockiert. Sprich bei irgendeiner Ausrichtung, die man eh rapzapp hat. So, was bauen wir hier? Ach, das entscheide ich einfach zum Auftakt der nächsten Folge. Genau, wir warten einfach einen kleinen Moment ab. Wir sind jetzt in Runde 167, wir haben 260,9 Forschungspunkte, da kann Pirol im Augenblick nicht mithalten. Har, har, har.